der Eishockey-Podcast. Bulli, der Eishockey-Podcast, Folge 155. Und da haben wir heute zwei Gäste bei uns. Sie sind beide vom Fanclub des EHC Chur. Und wir möchten Sie ganz herzlich bei uns begrüßen, Fabian Marsch und Ivo Held. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Mein Name ist Roman Badacer und gehen wir doch gerade direkt zu den Fragen. Ihr seid ja der offizielle Fanclub des EHC Chur. Also wir haben hier das Vergnügen, mit dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten zu sprechen. Vor einigen Jahren bestand ja die Churer Rheinkurve aus vielen kleinen Gruppierungen und mehreren Fanclubs. Wie hat sich die Fankurve seit dem Zusammenschluss verändert und was macht die Fankurve aus eurer Sicht besonders? Also der größte Teil ist sicher organisatorisch. Früher gab es Personen, welche in mehreren Fanclubs Mitglieder waren. Und jetzt ist es so, dass die jetzt halt nur noch in dem offiziellen Fanclub sind. Das ist der Hauptgrund. Aber sonst gibt es eigentlich keine visuelle Veränderung. Der Grundsatz ist ja, wir sind alle Fan vom EHC Chur. Und ob jetzt fünf verschiedene Fanclubs gibt oder nur einen, nicht so eine Rolle. Es ist einfach ein bisschen besser organisiert mit einem großen Fanclub. Die Auswärtsfahrten sind besser organisiert. Die Stimmung in der Kurve kann man ein bisschen besser organisieren. Und die Wege werden ein bisschen kürzer, wenn man nur noch einen Vorstand hat. Ja, das ist vor allem der Hauptunterschied, denke ich. Okay. Ihr geht ja auch nicht nur zum Eishockey, sondern macht ja auch noch andere Aktivitäten zusammen, also vom Fanclub aus. Wofür kann man euch sonst noch begeistern? Eigentlich für fast alles. Früher, so vor Corona, hatten wir sehr viele Anlässe, so über die Sommermonate. Wir gingen zusammen Curling spielen, hatten immer mal wieder so einen Grillplausch in einer Berghütte, haben uns für Fußballturniere angemeldet. Und trafen uns halt auch viel über die Sommermonate, wenn in der Stadt selbst diverse Anlässe waren, wie Stadtfeste oder so, wo wir dann ehrenamtlich für den Verein mitgearbeitet haben. Das ist leider die letzten Jahre ein bisschen, ja, zu kurz gekommen. Einerseits natürlich Corona, andererseits hat sich dann auch die sportliche Leistung die Jahre ein bisschen von der Mannschaft, wurde ein bisschen schlechter aus diesem Grund. War auch so der Wunsch oder der Wille von vielen Leuten, nicht mehr derselbe dabei zu sein, aber das kehrt jetzt mittlerweile ein bisschen auf. Im kommenden Jahr können wir dann wieder das eine oder andere uns nochmal zusammen erleben. Also es ist schon was geplant oder in Planung schon, oder? Ideen sind viele da. Wir werden jetzt mal diese Woche mal eine Stadtführung machen, mal ein bisschen was Kulturelles, wo wir die Stadt mal von einer anderen Seite kennenlernen. Aber sonst für den Sommer sind sicher wieder so Grill-Events geplant. Einen Grill-Event sind mal geplant für den Sommer. Um sich zwischen der Reise aufzuzahlen. Ja, das ist ja auch eigentlich auch was Schönes, weil da hat man ja auch quasi außerhalb der Saison immer auch noch so ein bisschen das Zusammengehörigkeitsgefühl. Also so stelle ich mir das auch vor, jetzt gerade so wie ihr das schildert, ja. Genau. Dann geht es ja auch, ja, so ein Club kann ja nicht einfach so existieren. Ihr finanziert euch ja unter anderem durch Mitgliederbeiträge oder auch durch Gönnerbeiträge. Aber ihr verkauft natürlich auch Fanartikeln. Wie baut man überhaupt einen solchen Fanclub auf? Und wie strukturiert man diesen überhaupt am Anfang? Also wir haben jetzt vom offiziellen Fanclub, der existiert schon seit über 40 Jahren. Da sind wir noch ein bisschen zu jung. Aber wir waren auch Mitglied in einem kleinen Fanclub und das war wirklich eine Stammtischidee. Also da haben wir uns zusammengesessen. Wir gingen immer an die Auswärtsmatches und so und dann haben wir uns so organisiert und einen Fanclub gegründet. Aber der grundsätzliche
Idee vom Fanclub war eigentlich, dass man noch ein bisschen Stimmung machen kann in der Fankurve oder auch auswärts, so zusammen mit einem Car an einen Auswärtsmarkt gehen und nicht alle mit den Privatautos, dass man so ein bisschen ein Zusammenleben aufbauen kann. Und ja. Wie viele Mitglieder habt ihr? Aktuell ca. 130 Mitglieder. Ah, schön. Ja. Ja. Also eine stolze Summe. Ja. Und wie Ivo gesagt hat, wir haben mehrere Fanclubs, mittlerweile alle zusammen. Das heißt, die Mitgliederzahl ist auch ein bisschen höher geworden, weil wir nur noch anfangen. Ja, okay. In etwa aktiv sind wir etwa so 40, 50, denke ich. Mhm. Wo wirklich aktiv immer auch an die Events kommen, an die Auswärtsfahrten, auch unregelmäßig, aber. Ja. Was muss man, also ich frage jetzt einfach mal so, was muss man mitbringen, um Mitglied zu werden bei euch? Also klar, sicher Fan sein des EHCQ, sonst wäre das natürlich nicht gut. Aber gibt es sonst noch irgendwelche, ja, ich sag mal, Bedingungen oder? Grundsätzlich nicht, nein. Wir, also jedes Mitglied zahlt den Mitgliederbeitrag, mhm, und ist dann Mitglied von uns im Verein. Und sagen wir es mal so, je mehr Mitglieder wir haben, desto mehr können wir gewisse Dinge in der Kurve finanzieren. Und darum finanziert eigentlich auch jedes Mitglied ein bisschen die Stimmung und die Farben. Ja, und auch Farben in den Kurven gibt es ja auch durch Choreografien. Wie plant ihr solche? Und wie, also ja, habt ihr irgendwie, sagt ihr von Saison zu Saison, ja, wir machen dieses Jahr so viele, nächstes Jahr vielleicht so viele? Wie ist das abhängig? Ist das auch abhängig von den Spielen, also von den Gegnern? Ja, ziemlich. Also wir haben aus dem Vorstand eine Person, die wirklich für Choreografien zuständig ist. Und er gibt dann teilweise ein bisschen seine Ideen ein. Wir planen das oder versuchen das zu planen vor der Saison. Meistens wirklich so die Derbys, die auch Ausstrahlungskraft haben, wo wir dann auch als Fanclub den Verein gegen außen auch so mit unterstützen können. Aber ansonsten sind es vielfach auch ein bisschen spontane Ideen, je nachdem, was unter der Saison noch passiert. Wenn jetzt mal ja ein Spieler von heute auf morgen nicht mehr dabei ist oder irgendwie dann in Ruhestand geht oder so, oder also solche Dinge gibt während der Saison, dann ist man ein bisschen flexibel, aber im Grundsatz plant man so ein, zwei Dinge vor der Saison und wie gesagt, die meisten Dinge laufen sich auf Derbys oder auf Jubiläumsfeste. So. Aber das ist eine Person und der hat verschiedene Kameraden, die sehr kreativ sind, was das anbelangt. Läuft das eigentlich? Ja, ja, da braucht man ja eigentlich auch Kreativität, weil es sieht ja immer wirklich eigentlich sehr schön aus. Also überall, wenn ich so Choreografien sehe, ist immer wirklich schön anzuschauen. Dann gehe ich davon aus, dass es wirklich quasi einer ist verantwortlich, aber es gibt halt mehrere Leute, die da mitwirken natürlich. Weil ich denke, alleine kann man das natürlich nicht alles auf die Beine stellen. Genau richtig, ja. Ja. Wir sind dann einen Nachmittag oder zwei, drei Nachmittage zusammen und basteln und schreien das dann zusammen. Ja. Daneben ein anderes Thema ist ja auch, dass hier Auswärtsfahrten ja auch organisiert mit dem Bus. Wir nehmen an, dass auch diese Arbeit mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Reist ihr an alle Auswärtsspiele oder gibt es da auch Standorte, wo ihr denkt, das ist jetzt wirklich zu weit oder... Wir versuchen an alles zu reisen. Also wir hatten bis vor Corona versucht, auch jedes Samstag und Mittwochspiel mitzunehmen. Das hat dann nicht mehr so funktioniert. Die Nachfrage war vor allem Mittwoch nicht mehr so groß. Deshalb haben wir uns auf dieses Jahr entschieden, nur noch die Samstagsspiele zu machen. Und dafür haben wir diese, mit Ausnahme von Martin in diesem Jahr, alle komplett angefahren. Und jetzt folgen dann bald die Playoffs und dann wird es dann weitergehen und vielleicht dann auch unter der Woche. Also es ist sehr viel Bedarf vorhanden, dass man wirklich den PKW stehen lassen kann und mit Bus mitreisen kann. Mhm. Und ja, das bieten wir den Leuten an und wir können meistens zwischen 30 und 50 Leuten fahren wir dann jeweils an die Auswärtsspiele. Jetzt kommen das Wochenende nach Frauenfeld, wenn wir mit so knapp 100 Leuten anreisen. Das ist eine Art Motorfahrt. Darum versuchen wir wirklich die Planung. Ja, schön. Eben auch bezüglich der Organisation, also ich nehme an, da müssen sich die Mitglieder sich auch voranmelden, oder? Weil damit ihr ungefähr wisst, wie viele das kommen oder wie wird das geregelt bei euch? Über unsere Webseite.
Wir schalten jeweils die ganzen Fahrten auf, so eine Art Buchungsseite. Die Leute melden sich einfach an und wir entscheiden dann bis 2 Tage vor der Reise, ob wir die Fahrt durchführen oder nicht. Das können wir so mit Garunternehmen vereinbaren. Und wenn wir genügend Anmeldungen haben, dann versuchen wir so früh wie möglich Bescheid zu geben, dass sich halt dann noch mehr Leute anmelden können. Aber der Anmeldeprozess läuft über die Webseite und dann kommen die Leute dann mit und die ganze Bezahlung, was alles geworden ist, geht dann ein bisschen einfacher, als wenn wir alles wieder rückerstatten müssen. Das wäre der Aufwand zu hoch. Darum, sie melden sich an, wir wissen, wie viel mitkommen können, dann so das Ganze vor Ort. Ja, und der Betrag, den man da zahlen muss, ist das dann mit dem Ticket inklusive oder ist das noch separat? Das ist nur der Fahrpreis und die Tickets lösen die Leute dann selbst. In der Liga sind meist die Stadien nicht so ausgebucht, wie sie in der ersten Liga vielleicht sind und darum geht das nicht. Okay, ja. Dann noch zu den Karfahrten. Gibt es da irgendeine Geschichte oder eine Story, die ihr erlebt habt und die euch nach wie vor in Erinnerung geblieben ist? Ja, da gibt es ein paar. Also speziell sind sicher, wir machen Veranstaltungen immer so eine Motto-Fahrt. Dann ist beispielsweise haben wir mal alle als Olympia, dann verkleiden sich alle nach irgendwelche Sachen oder so Hollywood dann oder so. Und das ist damit sehr, sehr lustig. Oder was auch sehr schön ist, ist natürlich nach Arosa. Das ist auch natürlich speziell, weil es halt das Derby ist. Aber ja, herausstechen ist schwierig. Früher in der NACB hatten wir noch viele in Belgien. Da hat es auch 2 Tage gegeben. Da sind wir mit dem Zelt auf einem Campingplatz übernachtet. Ja, das war immer lustig. Also auch bei Wind und Wetter, egal. Genau, ja. Oder auch St. Moritz bei minus 20 Grad auf dem offenen Eisfeld, also ohne Halle. Ja, da gibt es, wir waren schon in der ganzen Schweiz unterwegs und ja, es ist halt cool, man ist während der Garfahrt halt alle zusammen und man hat die gleichen Interesse, den ERC und ja, so ist es wirklich ein lustiges Zusammensein jeweils während den Auswärtsfahrten. Schön, schön. Und ja, welches sind denn für euch die schönsten respektive die speziellsten Karfahrten? Also die, die nach Arosa gehen oder ganz anderswohin? Also speziell sind jetzt sicher nach Arosa oder auch Playoffs, je nachdem. Oder wo wir von der 2. Liga in die 1. Liga aufgestiegen sind, waren wir mit 5 Gars an einem Auswärtsspiel. Und das ist dann schon sehr speziell und das war fast das halbe Stadion besteht aus Kurfans. Ja. Und das ist, also wenn es um etwas geht, ist es immer spezieller, auch für einen selber. Und wir haben auch so einen Spezial, Richtung Arosa fahren wir halt mit dem Zug. Und haben wir so eine Stiebe, das ist so ein Zug mit einem Abteil mit einer Bar drin. Ja, schön, dann können wir diese Amix mieten und dann ist Amix auch jeweils sehr schön und auch ja lustig und genau ein bisschen flüssig noch dazu. Ja, aber das gehört ja auch dazu, oder? Genau, richtig, ja. Ist das dann die rätische Bahn, die da fährt? Genau. Ja, genau. Weil Arosa darf man gar nicht hochfahren. Die Busse haben da Limitierungen drauf, aufgrund von den Kurvenengen. Darum fahren wir gleich mit Zug. Und weil Arosa so viele Kurven hat, würde kein Mensch mitfahren. Ja. Und dann vielen wird dann auch übel dabei. Und darum fahren wir mit dem Zug und genießen dann die Fahrt auf der Bahn. Das ist auch schön. Und eben, wir sind jetzt schon beim Bündner Derby, also zwischen Chur und Arosa. Ja, erzählt uns so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie die Derbys, eben gesagt, sie sind ja sehr speziell. Wie nehmt ihr sie wahr und warum ist es einfach immer etwas Spezielles, gegen Arosa zu spielen?
innerkantonal ist immer sehr, sehr speziell. Das Derby Arosa hat eine lange Geschichte, wir haben eine lange Geschichte, deren Geschichte war noch viel, sagen wir, erfolgreicher vielleicht als unsere, was Titel anbelangt. Aber mittlerweile, es war dann, zuerst waren die Derbys gegen den HC Davos vor vielen Jahren, als wir noch beide in der gleichen Liga gespielt haben. Dann war viel, viel Base drin, als man dann zweite Liga gespielt hat, erste Liga. Und irgendwann war dann Arosa und Curitiba in derselben Liga und das hat dann, es gibt einfach das gewisse Extra in den ganzen Saisonspielplan rein und es ist halt mit dem Auto 40 Minuten weg, mit dem Zug eine Stunde, darum man ist ziemlich nah, man hat einfach die gleichen Spiele, die dazwischen wechseln. Und für uns Fans einfach innerkantonal etwas vom Wichtigsten, dass man den, ja, Kantonsrivalen, wenn man das so nennen darf, noch auch besiegt, dass eine gewisse Genugtuung dann auch wo wirklich mitspielt und das hat das vergangene Wochenende ja. Ja. Ja, wir blicken noch kurz etwas zurück, eben wie ihr schon angesprochen habt. Es war ja nicht alles schön, es gab ja auch einen Zwangsabstieg aufgrund von finanziellen Problemen und damals hat ja die Nationalliga die Lizenz verweigert. Also so haben wir es auf jeden Fall mitbekommen. Wenn es anders war, bitte unbedingt korrigieren. wie blickt ihr auf diese Zeit zurück und seid ihr nun eigentlich froh, dass der Club seit Jahren, ich sag mal eben, in der höchsten Amateurliga spielt? Oder wäre es aus eurer Sicht auch noch besser, wieder ins Profi-Eishockey zurückzukehren? Also am Anfang war es schon sehr komisch, nicht mehr Profi-Eishockey dabei zu sein. Aber mit der Zeit hat man sich schon ein bisschen daran gewöhnt, dass man nicht mehr in der Nationalliga dabei war. Aber wir sind dann sogar in die zweite Liga auch abgestiegen, auch für ein Jahr. Und ja, die Motivation war dort schon. Es gab schon Jahre, wo man dachte, ja, es ist nicht so. Ja, die Ambitionen fehlen ein bisschen, oder? Und das macht schon etwas aus. Also der Kern von den Fans ist eigentlich immer so bei 400 Personen. Hat es immer, also egal, Minimum, egal, ob erste Liga, zweite Liga, das ist eigentlich so eine Fanbase, egal in welcher Liga, wahrscheinlich auch wenn wir in der dritten Liga würden spielen, die 400 Personen hätten wir bestimmt, also das pure Herz ist schon für den EAC, also die Fanbase, aber es wäre jetzt schon wieder schön, ein bisschen höhere Ambitionen zu haben, aber das ist halt immer mit dem Geld ein bisschen, das ist ein bisschen ein Problem mit der in Chur. Chur ist nicht so eine Sportstadt. Mit dem Geld kommen dann auch wieder die Ambitionen und jetzt diese Saison sieht es wieder schön aus und man merkt das auch, dann kommen wieder mehr Fans und so und das, ja, eigentlich das Ganze ist schon ein bisschen mit der sportlichen Ambitionen hängt da schon zusammen, oder? Ob man jetzt, wenn man höhere Ambitionen hat, kommen, ist man erfolgreicher, es kommen wieder mehr Fans und so, und das, ja, das merkt dann halt der ganze Verein. Ja, klar. Ja, und es ist dann auch für den Verein natürlich super, wenn mehr Leute kommen, als wenn es halt wirklich, ja, ich sag mal so, wie, ja, bringt ja nichts, wenn dann nur 50 Leute im Stadion sind, das ist dann. Aber es ist schön, wenn ihr natürlich so eine ja, ständige Fanbase habt, die eben egal, ob wir jetzt in der Mayo-Hockey League spielt oder in der ersten Liga oder höher, dass die da wirklich immer zu den Spielen kommen, ist super. Das macht gut attraktiv in der Liga. Ja. Ja. So, das findet man sonst in den Regionalligen kaum, ist gar nicht. Und darum ist gut auch immer so ein attraktiver, spannender Gegner auf die Spiele. Auswärtsmannschaften, wir waren dieses Jahr in Roche-Montagne. Der Club hat sich danach gemeldet und sich bei uns bedankt, sie hätten noch nie so viel Getränke und Raclette ausgegeben in einem Spiel wie in diesem Jahr, als wir dort waren. Und das sind dann so schöne Sachen, die zurückkommen. Ja, sehr schön. Dann ist Chur wirklich so eigentlich das Team in der Mayo-Hockey League, das wirklich so am meisten Fans anzieht, oder gibt es auch noch andere in der Liga, die auch noch vorne mitmischen? Also von der Masse sind wir
bin ich die Erste. Mhm. Und Clara Rosa hat auch sehr viele Fans. Mhm. Die reisen dann auch teilweise aus der ganzen Schweiz an. Und vor allem dann auch an die Auswärtsspiele. Und darum ist es so bei einem Bündner Clubs aktuell, die, ich glaube, die am meisten Fans mitbringen. Es gibt verschiedene andere, die auch die ein oder andere kleine Gruppierung haben, aber in der Größe des Sachen gibt es in der Liga nicht. Und darum ist auch das Thema Schlusslicht für nächstes Jahr. Die hätten sicher auch gerne, wenn neben der sportlichen Natur. Ja, weil die Swiss League ist ja im Moment wirklich so ein bisschen am Schwanken, jetzt wo ja auch der SC Langenthal dann ja, das Profi-Eishockey aufgibt in diesem Sinne. Ja. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es dort auch weitergeht mit den Ligen, ja. Wir auch. Wir haben ja, die Lizenz beantragt mit der Rosa und Martin zusammen. Bis Mitte Februar, glaube ich, kann man da die noch zurückziehen, den Antrag. Aber die Liga ist dran, die versuchen da wirklich alles Mögliche, dass die Liga aufrechterhalten bleibt. Lassen wir uns überraschen. Wir würden es schön finden, wieder mal andere Gegner, weitere Reisen und gewisse Erinnerungen, die man halt auch in der Zukunft aus dem Alter nach Swiss League oder dazu mal nach Nationalliga geht. Ja, klar, ja. Ja, ja, hoffen wir es, dass das alles so klappt, ja. Ja, wir haben uns auch noch ein bisschen die Tabelle angeschaut. Vor knapp einer Woche war die ja noch auf dem dritten Tabellenplatz, ein Punkt hinter Lieder Arosa. Jetzt letzten Samstag fand ja gerade das Derby statt. Ja, ihr habt gewonnen, wie ich gesehen habe. Wie war die Stimmung im Stadion? Die Stimmung war wirklich genial. Wir hatten ausverkauftes Haus mit 3000 Zuschauern und sonst haben wir langsam einen Zuschauerschnitt von so 600-700 und das ist natürlich schon, man merkt schon, Derby ist und dann kommen auch Leute, die sonst nicht an die Matches kommen und das war schon cool, also dann sind auch wieder die Spiele sind motivierter und so und es ist wirklich so am X der Match der Saison und alle geben alles und ja, die Stimmung ist dann wirklich cool, wenn es so viele Leute hat und es machen alle mit und ja, es war genial. Wir haben gewonnen. Das ist natürlich der Hauptgrund, warum es so schön war. Ja, das ist bei Derbys ja meistens so. Genau. Und wenn man verliert, dann ist es immer so, genau. Müsste nicht sein. Nein, es hat wirklich alles geklappt an diesem Samstag. Wir haben gut gespielt, haben verdient gewonnen. Hey, die Zuschauer kamen alle und die Gastronomie hat gut funktioniert, das war wirklich super. Ein gelungener Abend. Und auch nach dem Spiel hat es noch, an der Bar ging es noch weiter. es hat gepasst. Sehr schön, sehr schön. Ja, und bei euch an der Bande stehen ja zwei Altbekannte, die man ja auch aus dem Schweizer Eishockey gar nicht mehr wegdenken kann. Die Gebrüder Jan und Reto von Ax, die wurden ja mit dem HC Davos mehrmals Schweizer Meister. Wie war das für euch, als quasi der EHC Chur verkündete, dass die beiden Brüder neu bei euch an der Bande stehen? Das ist ja jetzt schon seit letzter Saison schon so. Habt ihr euch damals gefreut oder wart ihr auch ein bisschen skeptisch, weil es halt Davos war? Also am Anfang war es schon ein bisschen komisch, aber also aus meiner Sicht, ich fand es nicht so schlimm, weil sie nicht direkt von Davos aufgehört haben und zur Kur kamen. Mhm. Sie hatten noch irgendwie so 4-5 Jahre, waren sie noch irgendwo anders und ja, dann ist es nicht mehr so schlimm. Mhm. Oder wenn sie jetzt direkt von Davos nach Chur gekommen wäre das wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer gewesen. Aber so mit ein bisschen Abstand hat es nicht so, dass wir gerade uns sehr gefreut haben. Aber sie machen die Sache gut und man muss ihnen eine Chance geben. Und ja, bis jetzt der Tabellenplatz und alles passt, also. Super. Ja, euer Club pflegt ja auch mit dem HC Davos eine Partnerschaft. Wie ist es dann? Trifft man sich da dann zwischen den beiden Fanszenen auch? Oder gibt es da, also ich sag jetzt mal einfach Treffen oder Austausch? Wie
Wie funktioniert das? Also, nein, gar nicht. Also, wir hatten es vorhin über das Spiel gegen Arosa. Davos war auch ein Derby. Davos war ein Derby noch in der Nationalliga-Zeiten. Und da gab es nie eine Fanfreundschaft oder geschweige denn irgendwelche Austausch. Darum, wir haben keinen Kontakt mit ihnen, sie haben keinen mit uns. Und ich glaube, das wird auch nicht. Also, wir hatten den HC Lugano als Partnerteam vom ersten Kurs in Nazi-A-Zeiten. Und mit Lugano hatte man dazu mal, oder bestand dazu mal auch einen Austausch auf Fanbasis. Also, das ist mittlerweile, das wird auch nicht mehr, dass die angefroren sind. Aber mit der Wos, gar nicht. Wie kann man sich Eishockey in einer Kleinstadt umgeben von einer Berglandschaft als Außenstehender vorstellen? Klar, Davos hat den Spenglerkorb, das zieht ja immer Leute an, aber wie kann man sich das in Chur vorstellen? Chur, ja, Chur war immer so der, ja, der zweite oder dritte Club im Kanton, sagen wir es mal so, weil wie auch schon erwähnt, die Erfolge, sportlichen Erfolge waren dann halt in Davos einerseits sicher Spenglerkorb, aber die vielen nationalen Titel, genauso gleich wie Arosa auch von der Geschichte her, natürlich ein anderer. Das zog dann halt viel, viel mehr, als was es zieht, wenn man immer so, jetzt mal böse gesagt, Fahrstuhlmannschaft, Nationalliga A, B und dann am Schluss natürlich Amateurhockey. Aber nichtsdestotrotz, Chur, als der EAC Chur ist ein Identifikationsclub hier in der Umgebung, wie auch schon angesprochen, ist Chur nicht die große Sportstadt, und darum ist der Eishockey hier sehr, sehr wichtig, es zieht die Leute an, es gibt sehr viele Freundschaften daraus und es ist die Hauptstadt vom Kanton und wir haben ein großes Einzugsgebiet rund um Chur und darum ist das Eishockey eigentlich der wichtigste Player hier in der Stadt Chur. Darum können wir da mittlerweile auch problemlos mithalten, sicher mit Arosa etc., wenn man die Vergangenheit mal ganz weglässt. Eishockey und Chur, das gehört einfach. Das ist schön zu hören. Und was wünscht ihr euch denn für diese Saison noch? Und was denkt ihr, wo steht der EHC Chur am Ende der Regular Season, respektive nach den Playoffs? So wünschen wäre natürlich der Titel, aber... Klar. Aber also diese Saison haben wir wirklich ein gutes Kader und das Ziel war auch vom EHC Chur aus, dass man Playoff-Halbfinale, das Ziel vom Verein aus, das hat man auch klar definiert Anfangssaison, und wenn dann sicher Halbfinal, Playoff-Final, denke, sollte realistisch sein, und da wäre schön, wenn man nicht gerade den Playoff-Final vielleicht verliert, aber wenn man im Finale ist, will man auch gewinnen, aber klar, ja. Aber es sieht jetzt besser, also aus sportlicher Sicht, so gut aus, wie eigentlich noch nie, seit wir in der Mai Hockey League sind. Ja. Da war eigentlich immer das Ziel Playoffs. Und das haben wir eigentlich in den letzten Jahren entweder knapp geschafft oder gar nicht geschafft. Und jetzt diese Saison sind wir wirklich auch von Anfang an im oberen Mittelfeld dabei, jetzt sogar Erster. Und ja, dann steigen auch die Ambitionen. Ja. Schön. Kann ich mir nur anschließen, wäre schön. So, mal wieder ein Titel nach Chur, wäre doch was. Das wäre was, ja. Gut, ja, das waren somit alle Fragen. Ich danke euch vielmals fürs rege Beantworten, war sehr, sehr interessant. Und ich glaube, jetzt haben wir ja auch alle etwas mehr über euren Club erfahren, auch über euren Fanclub natürlich auch. Und ein riesengroßes Merci. Und ja, dann vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal vielleicht, ja? Sehr gerne. Wir haben euch zu danken für die Einladung und dass wir bei euch dabei sein durften. Und vielleicht, wenn da jemand mithört, eine Mannschaft aus Deutschland oder so, wer weiß, vielleicht gibt es ja mal Freundschaftsspiele oder irgendwas, wo man sich mit den Fanlagern mal ein bisschen austauschen könnte, mal so was über die Grenzen hinaus, wäre doch mal schon was Schönes. Ja, wäre doch schön, ja, super. Cool, vielen herzlichen Dank. Danke auch.